Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Wir begeben uns gerade auf dem Weg. Cool, gratis Essen. Zu den Totenbeschwörern. Wir haben eine Quest angenommen, wo Leute anscheinend Zombies erwecken wollen und wir müssen die aufhalten. Und wir haben gratis Fleisch bekommen. Wir haben jetzt nicht wirklich viel zu essen dabei. Ich hoffe, dass wir unterwegs vielleicht noch den einen oder anderen beklauen können, seinen Süßkuchen klauen können oder so. Oder ein paar Elche hier erschlagen. Huh? Sag mal. So, okay. Ich war mal besser, ich weiß. Ja. Scheiß drauf. Wir werden noch genug Essen bekommen, keine Sorge. Spätestens, wenn wir anfangen, irgendwelche Gebäude zu plündern. Also, nächstes Gebäude, in das wir geraten, das wird geplündert. Pass auf. One shot. Sehr schön. Wie in alten Zeiten, schön in den Hintern rein. Huh, hallo? Ich dachte, der läuft weiter. Huch. Jetzt. Mach doch keinen Scheiß, Junge. Lauf doch nicht weg. Okay. Pelz, scheiße. Das nehmen wir mit. Der Rest kann hier bleiben. So, wir müssen jetzt bis dahin kommen. Es ist nicht wirklich weit und ich habe gesehen, dass dazwischen ein Haus ist. Da sollten wir doch mal vorbeischauen und gucken, ob wir uns da nicht ein bisschen was zu essen stibitzen können. Und das hier dürfte eine sehr, sehr kalte Gegend sein. Das heißt, wir dürften sehr schnell Erfrierungen bekommen. Schauen wir mal, wie es so ist, erfroren zu sein. Ah, hier ist schon das Haus. Sieht mir aber eher aus wie eine kleine Feste von Dieben. Aber auch da können wir was zu essen bekommen. Ah, reinschleichen wird schwer. Gucken wir mal, dass wir den Haupteingang nehmen. Und dann einfach nur die Speisekammer... Oh, du bist hungrig. Ja, ich bin doch dabei. Einfach die Speisekammer plündern und dann Keks freuen. Das ist der Plan. Ah, ich vermute, hier leben nicht so nette Menschen. Huh? Easy, easy. Ist doch gar kein Problem. Zack. Oh. Hm. Ich weiß, wo wir sind. Ich bin da mal weg. War schön mit euch. Das lief ja semi-geil. Das war Helgen. Das war kein Haus. Ich habe mich selbst verarscht. Geil. Muss ich an euch vorbei? Es scheint so. Na gut. Geben wir unser Schlechtestes. Aber ich kann auch dran vorbeischleichen, ne? Stimmt. Oh, ich hätte Lautlosigkeit zaubern sollen vorher, ne? Hm. Die Erinnerung kommt hoch, Leute, die Erinnerung. Aber gut, schleichen wir uns vorbei. Ich bezweifle stark, dass wir da was zu essen gefunden hätten. Sagen wir es mal so. Na, die Wahrscheinlichkeit, war sehr gering, in verbrannten Häusern noch irgendwas zu finden. Da rennen wir doch einfach glatt direkt zu den Totenbeschwörern. So weit weg ist das jetzt zum Glück nicht mehr. Und ich muss sagen, meine Erinnerung an unseren Schaden war irgendwie höher. Irgendwie dachte ich, wir haben alles gewonshottet. Hm. Tate. Müssen wir nochmal üben, glaube ich. Das nächste Mal
Lautlosigkeit. Ich glaube, mich zu erinnern zu können, dass der beschworene Bogen. Bist du eine Stadtwache? Ich glaube, du bist eine Stadtwache, ne? Festung Neugrad. Kämpft wacker oder Ah, die sterbt. Sturmhütte. Dass das doppelte Zaubern vom Beschwörerbogen die Zeit erhöht, wie lange wir den Bogen haben, aber nicht den Damage, soweit ich mich erinnern kann. So, wo sind wir jetzt? Wir sind kurz davor. Kälte. Dir ist kalt, wodurch deine maximale Gesundheit sinkt. Dies wird durch den dunklen Bereich auf deiner Gesundheitsanzeige dargestellt. Kälte kann auch dazu führen, dass du dich langsamer bewegst. Begib dich in die Nähe eines Feuers oder geh zu einem wärmeren Bereich, um dich aufzuwärmen. Ein Sonnen- oder Schneeflockensymbol neben dem Kompass zeigt an, dass dir wärmer bzw. kälter wird. Du kannst dich vor Kälte schützen, indem du Rüstung mit einem hohen Wärmewert trägst. Wenn du heiße Suppe isst oder eine Fackel trägst, wird dir ebenfalls wärmer. Na gut, habe ich alles nicht da. Ich vermute mal, wir müssen da in die Höhle. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen da einmal rum. Hier sind wir ja gerade, hier ist ja der Berg. Das heißt, wir müssen rein theoretisch so einmal rum und in die Höhle rein. Dann tun wir das doch mal. Machen wir mal Lautlosigkeit. Holen uns den Bogen. Ich hätte gerne noch eine Mod, die mir anzeigt, welche Buffs aktiviert sind. Das wäre noch ganz schön gewesen, aber naja. So, wir laufen richtig. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir ja nicht nur Quests bekommen, sondern richtige Abenteuer erleben. Das hier erscheint mir ja so eine Töte Beschwörer und dann ist alles gut. Quest zu sein. Lassen wir uns mal überraschen. Man weiß ja nie, was dabei rauskommt, ne? Vielleicht werden wir dann zu dem Untoten und müssen dann gucken, wie wir das loswerden. Kann ja alles sein. Besser. Oh, ich komme. Komm durch. Komm durch. Ach, Mann. Geh mal einfach rum, scheiß drauf. So. Was haben wir denn hier? Oh, ich kann die mal. Ach. Komm, ich mach's einfach mal. Gott, sehe ich scheiße aus mit der Rüstung. Uff. Würde gerne abkürzen. Oh, ich darf sogar. So. Noch ein bisschen mehr in die Richtung. Ich denke, das Ganze wird in der Höhle stattfinden. Ja, jetzt lass mich durch. Okay. Lautlosigkeit. Bogen. Ah, sieht aber nicht so aus, als wäre das in der Höhle. Oder etwa doch? Lass uns mal hier hingucken. Das da sieht verdächtig aus. Okay. Die Frage ist, sind die direkt böse? Weil das sieht schon verdammt böse aus da hinten. Ach du Scheiße. Warum bleiben die denn jetzt stehen? Jupp, das sieht mir nach Zombies aus. Und ich one-shotte kein Stück. Huh. Oh.
Oh Gott, das sind viele. Das sind viele, das sind viele. Wo sind die Todbeschwörer hin? Oh, die werden mich sowas von killen. Guckt euch das an! Okay, ich muss hier weg. Einfach wegschleichen, einfach wegschleichen. Ah! Die werden nur dahin gehen, wo ich vorher war. So. So stelle ich mir das vor. Oh, oh, ich friere. Ich hoffe, ich verliere nicht meinen Damage. Ah, scheint so. Ich wurde entdeckt. Scheiße. Jetzt beruhigen wir uns alle und sind wieder Freunde. Ich habe kaum noch Leben, weil ich so am Frieren bin. Okay, sie kommen mir nicht hinterher. Sie sind dumm. Ach. Ach, bösartiger Zombie. Ah. Habt ihr das gesehen? Er ist zur Seite geglitscht. Das heißt, du bist der Oberzombie, ja? Oh. Okay, das mit der Kälte, muss ich sagen, ist schon ein bisschen kacke. Hast du was zu essen? Sterbliches Fleisch. Essen werde ich das auf jeden Fall nicht, aber interessant. Es tut mir leid, Bro, aber bitte komm mir nicht zu nahe. Du könntest Corona haben. Ich bin da sehr empfindlich gegen Corona. Oh Gott, er ist ja erst schon da. Okay. Hat jemand einen Plan? Also ich nicht. Ich glaube, der wollte mich gerade schlagen. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Hm, das wird richtig schön jetzt. Nimm mich in Ruhe. Ich spring hier einfach runter, da kann er mir nichts. Ha! Da guckst du, wa? Ich höre da was von der anderen Seite kommen. Hey, hier ist doch nur noch einer. Wieso höre ich zwei? Da! Doch, 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 doch. Oh, noch ein bösartiger Zombie. Oh Gott, ich bin so am Arsch. Ich duck mich einfach, dann wissen sie nicht, wo ich bin. Ganz leise sein. Die werden denken, oh, er ist weg. Ja, habe ich gespeichert? Ist schon ein bisschen kacke. Okay, okay, okay. Einfach weggehen. Einfach weggehen und tun, als wäre nichts gewesen. Es hat funktioniert. Und jetzt holen wir uns den nächsten. Okay. Das war nicht so cool. Guckt euch das an, wie sie einfach wegglitschen, die Penner. Scheiße. Wird kalt. Ich glaube, wir müssen so ein paar Suppen herstellen. Muss auf jeden Fall zumindest die bösartigen Zombies töten. Oh, das war kritisch. Die suchen jetzt nach mir. Okay. Ich glaube, wir sind in Sicherheit. Die wissen nicht, wo wir sind.
Okay, was haben wir da? Bist du ein normaler Zombie? Drücken wir einfach die Daumen, dass der ein normaler Zombie ist. Scheiße. Ist er nicht. Okay, 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 okay. Gehen wir woanders hin. Die werden niemals wissen, wo wir waren. Oder sind. Wo wir waren, wissen sie wahrscheinlich schon. Nicht der, den ich treffen wollte, aber ist auch in Ordnung. Nur noch du und ich, mein Bro. Ja, guck, was dein Freund da macht. Der schläft nicht, der ist tot. Genauso wie du. Oh. Was mache ich denn? Scheiße. Oh nein, es ist ein Bösartiger. Warum? Ich dachte, es ist alle tot. Oh, Scheiße, der kommt hierher, ne? Hast du gedacht? Keine Arme, keine Kekse, Bro. Du kriegst ein paar Headshots. Sind zwar keine Kekse, tun aber trotzdem weh. Nicht als wenn Kekse wehtun würden. Vielleicht, wenn du, keine Ahnung, Nagel reintust oder so. Oh, Scheiße. Wart mal kurz, so, jetzt. Essen? Okay. Zwar kein Essen, aber dafür zumindest dein Arm geklaut. Oh, ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Jagd. Ich bin zwar halb tot, weil ich fast erfroren bin, aber hey, was soll's. Säbelzahntigerauge, was haben wir hier? Zauberspruch Zombie beschwören. Das ist neu. Totenmagier. Tagebuch des Beschwörers. Dritte Sonnenhöhe, vierte Ära 201. Einer meiner Schüler hat auf einer Forschungsreise vor kurzem ein uraltes Zauberbuch in einer vergessenen Höhle gefunden. Dieses Buch ist wahrlich erstaunlich. Ich glaube, es handelt von einem Beschwörungszauber, aber noch bin ich mir nicht sicher. Ich werde einige Zeit brauchen, um das Buch zu entschlüsseln, aber der Zauber wird für uns von großem Wert sein. Bro. Also, wenn das ein Buch ist, wo drauf steht Beschwörung, Zombie erwecken, dann kannst du schon davon ausgehen, dass es ein Beschwörungszauber ist. 18. Sonnenhöhe, 4. Ära 201. Ich habe die letzten Wochen ununterbrochen an der Entschlüsselung dieses Buchs gesessen. Wie ich erwartet hatte, handelt es sich hierbei um einen Beschwörungszauber. Oh, wer hätte es gedacht? Doch die beschworenen Kreatur ist von äußerst böshafter Natur. Ein Zombie, der nicht zu viel und nicht zu wenig verwest ist und zur späten Stunde erwacht. Ich werde an dieser Stelle jedoch nicht aufhören. Ich möchte einen noch mächtigeren Zauber dieser Art erschaffen. So Moloch Baal mein Zeuge ist, werde ich alsbald eine Horde Zombies unter meinem Befehl haben. Ja, unter seinem Befehl waren sie anscheinend nicht, sonst wäre er jetzt noch im Leben. 15. Letzte Saat, 4. Ära 201. Nichts hätte mich auf diese Macht vorbereiten können, die ich im Begriff bin zu beherrschen. All meine Studien und Praktiken führten zu diesem Augenblick. Bald schon werden meine Schüler und ich ein Ritual vollbringen, das man so seit Jahrhunderten nicht gesehen hat. Ein Ritual, das eine Armee der Untoten beschwört, die meines jeden Wortes untertan sind. Meine Macht wird in jeder Ecke Himmelsrand widerhallen und eine Welle der Dunkelheit wird über das Land fegen. Die Zeit ist gekommen. Und er war tot. Und die Zombies so, ne, wir chillen jetzt hier beim Tigerauge. Ja, nice. War cool. Wieso wird mir warm? Ach, wegen den Fackeln hier. Das heißt, ich kann mir eigentlich mal ein bisschen Heilung gönnen, ne?
Okay, mir wird warm, aber mir ist noch nicht warm. Ich verstehe. Ich verstehe. Gut, dann kriege ich anscheinend von alleine mein Leben zurück. Beschworener Brüder. Was haben wir hier denn? Auraflüstern. Was waren aber Auraflüstern? Hier ist es nicht. Das muss ja irgendwo oben sein, ne? Aura flüstern. Deine Stimme ist kein Schrei, sondern ein Wispern, das die Lebenskraft aller Freunde und Feinde enthüllt. Oh. Gut zu wissen, dass ich das drauf hab. Ja, cool. Dann würde ich sagen, stellen wir uns mal hier oben drauf und gucken uns die nächste Quest an. So, Objekte, Bücher. Bitte eines Fremden. Der Anlass. Zero von Ashington. Ich habe eine dringende Bitte an euch. Ich habe unaussprechliche Dinge getan, die ich heute bereue, und die Konsequenzen meiner Taten stehen unmittelbar bevor. Wenn ihr mit der Oblivion-Krise vertraut seid, dann wisst ihr sicher, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, dass das Schicksal Tamriels auf dem Spiel steht. Es wäre sicherer für uns, von Angesicht zu sprechen. Bitte trefft mich am Schrein von Stendar, der sich zwischen der Festung Graumor und Rurikstadt befindet. In Gegenwart Stendars will ich meine Sünden offenbaren. Vielleicht gewährt er mir ja Vergebung. Scorwild. Hey, da bin ich doch in der Nähe. Ist sie jetzt aktiv, die Quest? Ich wollte nicht speichern. Aber danke, Spiel. Ich will nicht speichern! Danke. Bist du doch jetzt... Egal. Okay, ist aktiviert. Und wir müssen... Waren wir nicht hier in der Nähe? Ach, dahin. Okay, da würde ich sagen... wir machen einen Zwischenstopp zu Hause. Holen vielleicht unser Pferd. Was ich eigentlich ganz gerne machen würde, ist erstmal nach Weißlauf. Wir gehen nach Hause, steigen in die Kutsche nach Weißlauf, klauen den Leuten das Essen und gehen dann Richtung Triff Scoville am Schrein von Stendar. Das klingt doch nach einem Plan, ne? Finde ich auch. Das heißt, ich markiere mal ganz kurz Haus Seeblick. Kann ich das einfach markieren? Ah, dann geh ich halt in die Nähe und markiere die Nähe. Das reicht mir doch schon. Oh, Erinnerungen kommen hoch. Moment. Schwarzmarkt, stimmt. Den haben wir auch noch. Gucken wir da mal kurz rein. Oh, wenn die Erinnerungen hochkommen, ey. So, wie habe ich nochmal geschrien? Ah. Hallo? So sehen wir uns wieder. Ich kann es kaum erwarten. Das heißt, rein theoretisch können wir immer mal wieder 2000 Gold farmen. Was hast du denn? Deadrische Axt, deadrische Pfeile, Streitkolben, ja, alles scheiße. Was hast du für Bekleidung am Start? Einhändige Angriffe verursachen 40% höheren Schaden. Oh, das ist nicht schlecht. Steigert Magicka, steigert Giftresistenz, beidhändige Angriffe verursachen um 35% höhere Schaden. Zählt das? Nee. Das zählt nicht als Bogen, ne? Den müssen wir öfters aufsuchen, den Typen. Der hat Essen am Start. Gib mir Bier und Brot. Ich bin mir sicher, dass wir uns handeln. Oh, ich habe bestimmt noch ein bisschen was ich dir geben kann, oder? Ja gut, hätte ich vorher gewusst, dass wir noch so viel am Start haben, was wir verkaufen könnten an ihn. Naja, jetzt ist es zu spät. Tschüss. Aber meine eigentliche Erinnerung war, wir haben doch ein Pferd, das wir beschwören können, oder? Aschenbrut. Beschwört eine Aschenbrut für 60 Sekunden. Beschwört Avak aus dem Seelengrad, damit er dir als Ross dient. Da! Das ist ja Favorit. So. Ihr habt viele Dinge, die ich kann. Hast du jetzt andere Sachen im Angebot?
so bald mit euch zu falsch. Nee, er hat auf jeden Fall das Geld noch. Das heißt. Der hat doch jetzt andere Sachen. Ach nee. Hat er nicht. Das heißt, wir müssen ihn ab und an mal rufen und gucken. Ach jetzt. Ah! Cool! So. Ich weiß zwar nicht, wie das da hinten halten soll, aber es passt schon. Ich würde sagen, ich reite dann in der nächsten Folge nach Hause. Und von da aus nehme ich die Kutsche, fahre nach Weißlauf, beklauen die Leute und gehen dann weiter. Das ist doch ein guter Plan. Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Euer Zero. Ich friere.